Ja Leute, hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um Call of Duty Modern Warfare und da wieder speziell um die Warzone. Und zwar ist es so, dass gestern noch ein kleines Update erschienen ist, welches leider nicht so viele Änderungen mit sich gebracht hat, aber eine wichtige Änderung ist dabei gewesen und die möchte ich euch gern mitteilen. Und zwar ist es so, dass der normale Trio-Modus, der erst vor ein paar Tagen wieder eingeführt wurde, schon wieder entfernt worden ist und durch einen neuen Trio-Modus ersetzt worden ist. Und zwar ist es so, dass ihr jetzt den Trio-Modus wählen könnt, indem ihr aber nur mit Schrot, Flinten und Snipergewehren gegeneinander antreten könnt. Und wenn euch das nicht zusagt, dann habt ihr leider Gottes momentan nur die Chance, entweder auf den Solo-Modus auszuweichen oder auf den Squad-Modus. Wie gesagt, der normale Trio-Modus, der erst vor ein paar Tagen wieder zurückgekommen ist, der wurde schon wieder entfernt. Das ist eigentlich so die wichtigste Neuerung in diesem kleinen Update, was gestern erschienen ist. Bei mir hatte das ca. eine Größe von knapp 190 MB. Also wie gesagt, nicht wirklich groß. Und ja, das soll es dann auch schon wieder an dieser Stelle von mir gewesen sein. Wenn euch dieses Video und diese Information gefallen hat, lasst bitte gerne den Daumen nach oben da. Und natürlich könnt ihr gern, wenn ihr möchtet, diesen Kanal abonnieren. Aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr auch keines der nächsten Videos und Livestreams mehr, die ich für euch hier auf diesem Kanal zur Verfügung stelle. Denn ihr wisst ja, Leute, dass ich momentan für Bolzen, Lords of Mayhem und auch für Call of Duty, die beiden Spiele, die ich selber aktiv spiele, immer Info-Videos rausgebe und natürlich auch Patch-Notes-Videos, insofern diese verfügbar sind. Ansonsten schaut bitte gerne nochmal in die Videobeschreibung ganz ans Ende, denn da findet ihr noch meine ganzen Social-Links, die ich dort verlinkt habe. Wenn ihr mir noch irgendwo folgen möchtet, dürft ihr das gern tun. Und ansonsten würde ich sagen, sagt der Henry, danke fürs Reinschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.